liebe Leute, ich bin euer Anubis von RPC Community TV. Wir starten heute unseren letzten Gamescom-Tag und heute starten wir es neben den Navy Seals von Battlefield 4. Ich freue mich, die Jungs und die Damen heute hier zu haben. Wir erwarten noch einiges von der Gamescom am letzten Tag und die Jungs werden mich heute hoffentlich sicher durch die Geländer geleiten. Wir können einiges erwarten, aber seht am besten selbst. Viel Spaß dabei. Los! So, letzter Tag der Gamescom, hier ist euer Anubis und jetzt habe ich hier den Chris von Ubisoft und er wird uns jetzt was zum neuen Splinter Cell erzählen. So, vorab, was gibt es denn überhaupt Neues in Splinter Cell? Ja, in Splinter Cell Blacklist, da treten wir an gegen die sogenannten Engineers, das ist eine Gruppe von, ich möchte sie mal Schurkenstaaten nennen, die sich zusammengeschlossen haben, um die amerikanische militärische Präsenz innerhalb der Welt zu reduzieren. Und um diese militärische Präsenz zu reduzieren, versuchen sie die amerikanischen Mitbürger bzw. generell Amerika in Angst und Schrecken zu übersetzen durch einen sogenannten Countdown, den sie Blacklist nennen. Das ist eine Reihe von immer intensiver werdenden Anschlägen. Und natürlich muss Sam Fisher wieder mal ran und muss diese Anschläge verhindern, beziehungsweise diejenigen, die dahinter stecken, zur Rechenschaft ziehen. Okay, das hört sich ja schon mal gar nicht so schlecht an, auch wenn irgendwo punkto Amerika schon Alltag fast ist. Also echt, wie oft Amerika digital schon zerstört wurde. Ich glaube, den Schaden könnten wir gar nicht mehr bezahlen. Aber gibt es denn in der Story verschiedene Story-Variationen? Also, dass eine Story, wenn sie fehlgeschlagen ist, ist sie fehlgeschlagen. Aber damit man das Ende eben halt beeinflussen könnte. Ja, das ist jetzt etwas, das möchte ich eigentlich nicht vorgreifen, weil es dann die Story ein bisschen spoilern würde. Okay. Also, das würde ich schon lieber die Spieler selbst entdecken lassen. Okay, das wird also eine Überraschung. Was habt ihr denn an der Engine getan, an der spielerischen Engine, damit sich Sam Fisher eben halt spielen lässt, wie er sich jetzt spielen lässt? Also zum Beispiel haben wir ein sogenanntes Performance Capturing eingesetzt, wodurch die Bewegung, die Sam ausführt, beziehungsweise die auch Briggs ausführt, das ist einer seiner neuen Kollegen im Fort Alcalon, die besonders realistisch wirken. Also beispielsweise haben wir einen Nahkampfexperten hinzugezogen, der besonders im Bereich, ich sag mal, ja, Antiterror-Einsatz bzw. Kampfmechanismen, um den Gegner schnell außer Gefecht zu setzen. Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Die Gegner außer Gefecht zu setzen mit speziellen Fähigkeiten? Ja, genau, mit speziellen Nahkampfattacken. Ja, er hat quasi das Ganze live aufgenommen. Also beim Performance-Capturing-Verfahren, das läuft ungefähr so ab, müsst ihr euch das vorstellen, dass wir Stimme, Animation, also sprich, was der jeweilige Schauspieler beispielsweise ausführt, dass das aufgenommen wird und gleichzeitig auch noch die Mimik im Gesicht, sodass es besonders realistisch wirkt. Okay, also ihr merkt schon, hier ist nichts vorbereitet. Wir haben den Chris völlig überrannt. Ja, wir haben es natürlich schon bei Game One damals gesehen, der Multiplayer. Kannst du mir sagen, was es denn da an Verbesserungen gab? Es gab in der Community kleine Kriterien, dass er nicht so flüssig laufen soll. Und wird ein Turnier, wirklich ein Multiplayer-Turnier, irgendwie von Ubisoft selber erscheinen? Also ich kann euch sagen, dass wir zum Beispiel den Multiplayer-Modus, der Spion gegen Söldner heißt bei uns, der auch sehr von der Community geliebt wurde, zumindest von den Vorgängern, dass wir den wieder zurückgebracht haben. Und zwar wichtig, dass wir nicht nur den klassischen Modus zurückbringen, sondern auch noch eine Blacklist-Variante, die wir auch passenderweise Blacklist nennen, in der zum Beispiel 4 Spieler gegen 4 Spieler antreten, statt wie im klassischen Modus 2 gegen 2. Man kann seine Charaktere besser ausstaffieren, also eigene Ausrüstung freispielen. Es gibt verschiedene Klassen, die sich gegenseitig, beziehungsweise die Fähigkeiten des Gegners gegenseitig neutralisieren. Und darüber hinaus, was wir konkret nach dem Launch alles auffahren werden, im Sinne von
Tournaments oder sowas in der Richtung, möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht zu äußern. Okay, also. Aber wir haben einiges, schon einiges im Petto. Sie haben also einiges geplant, verraten aber noch für uns nichts Exklusives. Also bleibt am besten im Splinter Cell Blacklist Forum immer aktuell. Ihr habt unten von uns auf jeden Fall unten die Videobeschreibung zum Forum und zum YouTube-Kanal von Splinter Cell Blacklist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Chris. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir jedenfalls noch einen schönen Tag und euch wünsche ich noch viel Spaß beim restlichen Tag der Gamescom. Ciao. So, ich sitze jetzt, wie RTL es sagen würde, wie so ein asozialer Penner in der Ecke. Natürlich sind wir keine asozialen Penner, sondern Gamer mit Leidenschaft. Ich bin Anuris, wer bist du? Ich bin Tom. Der Tom, okay, was hat dir denn bisher in der Gamescom so am besten gefallen? League of Legends? League of Legends würdest du am liebsten wahrscheinlich oben selber gerne auf der Bühne stehen, oder? Ja, natürlich. Gibt es denn sonst noch Spiele, die du gerne spielst? Ja, klar, Call of Duty, Battlefield. Okay, und hast du noch für heute am letzten Gamescom-Tag irgendwelche speziellen Pläne? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, also ist für dich bald vorbei? Ja, denk schon. Okay, ich sag dann mal danke an den Tom. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis später. You start to forget the things you should remember. The things you should forget. It's been 10 years.